NHL-Profis beim HCB Südtirol Alberia haben eine lange Tradition. Den bisher wohl bleibendsten Eindruck hat die immer noch aktive Legende Jaromír Jágr 1994 hinterlassen, als der damals schon zweifache Stanley Cup-Sieger für ein kurzes Gastspiel in die Telfer Stadt kam. Oder denken wir an Niklas Hjalmarsson, den letzten Spieler aus der besten Eishockey-Liga der Welt, der sich das Trikot der Foxes übergestreift hat. Das war in der Saison 2012-13, als der Schwede während des Lockouts 13 Serie A-Partien für den HCB bestritt und auch im Continental Cup für die Weißroten auf dem Eis stand. Er gewann danach mit den Chicago Blackhawks zweimal den Stanley Cup, und zwar 2013 und 2015. Vor kurzem ist der sportlichen Leitung des italienischen Rekordmeisters ein weiterer Transfer-Coup gelungen. Mit Glenn Metropolitan kommt ein 437-facher NHL-Spieler in die Telfer Stadt. Vergangene Woche hat der Kanadier zum ersten Mal in der Eiswelle mit seinem neuen Team trainiert. Hier sein erster Eindruck von Bozen, das er bereits kannte. Es ist schön hier. Ich kenne die Gegend bereits von Aufenthalten mit Mannheim und Lugano. Überhaupt erinnert mich hier alles ein wenig an Lugano, die Berge, das tolle Wetter. Meine Teamkollegen scheinen auf Draht zu sein, so wie der Trainer, die Fans. Ich bin begeistert. Fans right now, it's good. I'm excited. In der Eiswelle präsentierte sich Glenn Metropolit als Star zum Anfassen. Ganz klar definiert sind auch seine Aufgaben im Dress der Foxes. Hopefully experience, you know, and, ich möchte meine Erfahrung einbringen, werde hart arbeiten, versuchen Spaß zu haben und zu gewinnen. Ich möchte ein Vorbild sein. Glenn Metropolit lief in der NHL für die Washington Capitals, Tampa Bay Lightning, Atlanta Thrashers, Boston Bruins, Philadelphia Flyers, St. Louis Blues und die Montreal Canadiens auf. In Europa hingegen streifte er sich das Trikot von Mannschaften in Finnland, der Schweiz und Deutschland über. Nun folgt sein erstes Engagement in der Ebel. Das Eishockey ist gut, ich freue mich darauf zu spielen. Für mich ist es eine neue Liga und eine Herausforderung. In der Schweiz feierte der Center, der als rechter Flügel eingesetzt werden kann, mit Lugano den Meistertitel. In Deutschland holte er mit den Mannheimer Adlern die Meisterschaft. Ist der Titel auch mit dem HCB Südtirol das Ziel? Natürlich, deshalb spiele ich, deshalb bin ich gekommen. Ich weiß, dass Bozen eine gute Tradition hat, dass man hier Siege erwartet, so wie ich. Metropolit ist zwar schon 42 Jahre alt, aber körperlich immer noch topfit. Sein Antreiber, täglich auf dem Eis das Beste zu geben, ist... Ich denke, die Leidenschaft. Ich liebe diesen Sport, möchte täglich besser werden. Wenn du das verlierst, dann musst du aufhören. Ich hoffe, gesund zu bleiben und arbeite hart. Glenn Metropolit wird in den nächsten Wochen und Monaten wieder einen Hauch NHL in die Bozner Eiswelle bringen.